Heute habe ich wieder eine Buchvorstellung. Und zwar möchte ich das Buch empfehlen von Florian Schwinn, Rettet den Boden, warum wir um das Leben unter unseren Füßen kämpfen müssen. Florian Schwinn beschreibt in diesem Buch den Ackerboden, seine Bewohner und den ganzen Lebensraum Boden. Er besucht einen Rübenacker in einem sehr nassen Jahr mit einer sehr nassen Ernte und in einem sehr trockenen Folgejahr. Er besucht Abraumhalden des Braunkohlebergbaus und der Rekultivierung. Er spricht mit verschiedenen Menschen, die sich mit dem Thema Boden beschäftigen. Er zeigt aus der Vergangenheit, aus der Wissenschaft Punkte auf, die alle über sich mit dem Thema Bodenleben befassen. Es ist ein sehr breites Spektrum, das er abarbeitet. Und dieses in einer gut lesenswerten Weise. Als Landwirt tut man sich allerdings stellenweise schwer. Denn das, was er über die Landwirtschaft schreibt, ist einerseits ziemlich vereinfacht und andererseits fühlt man sich in einen Spagat hineingezogen. Den Spagat des wirtschaftlichen Arbeitens, dem, was man bislang tut, was von einem erfordert wird und dem des Bodenschutzes. Ja, als Landwirt ist ein Mann in einer zwiespältigen Rolle. Aber auch genau dieses, sich damit beschäftigen müssen, macht das Buch für mich aus. Deshalb empfehle ich es euch. Florian Schwinn, Rettet den Boden.